Manches, meine Damen und Herren, was so für unabdingbare Voraussetzung einer professionellen Produktion gehalten wird, zum Beispiel ein vollständiges Ensemble, mit dem man Stücke auch besetzen kann, würde ja das C-Theater genau um das bringen, was seinen unnachahmlichen Reiz ausmacht. Ihr werdet so schnell nicht eine Produktion von Romeo und Julia vergessen, die mit einer Grippewelle zusammenfiel. Wir waren sowieso schon immer ein Schauspieler zu wenig und das war so eine Art von wandernder Lücke und die wurde immer von dem ausgefüllt, der da rechtzeitig im Kostüm des Bruder Lorenzo drin war. Erster! Oh, wie oft sind meine müden Füße über Leichen schon gestolpert. Ach, oh, Julia. Hallo, Romeo. Also die Epidemie, die machte natürlich alles noch viel schlimmer. Niemand wusste mehr, welche Rolle er denn jetzt am nächsten Tag spielen soll. Auf den Mailboxen der Schauspieler, da häuften sich ganz seltsame Nachrichten. Piep. Die haben eine neue Sprachnachricht, erste Sprachnachricht. Ja, hallo, 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 Herr Falkenhaus. Hier ist Frau Teilchen vom KBB. Sie spielen heute Abend Romeo und Julia. Naja. Der Höhepunkt war erreicht, als das Ensemble so dezimiert war, dass es noch nicht mal mehr ausgereicht hat, dass jeder von uns zwei oder drei Rollen gleichzeitig gespielt hat. Sondern wir mussten das Stück jeden Abend anhand der aktuellen Krankenliste raffen und kürzen. Ja, also ich glaube, das war die kürzeste Vorstellung von Romeo und Julia seit Menschengedenken. Da fielen ganze Bilder aus. Also soweit ich mich erinnere, die Balkonszene, die fand gar nicht mehr statt. Und im vierten Akt hat dann Julia den Graf Paris geheiratet, weil sich ja der Darsteller des Romeo, der war als Mercutio schon gestorben und hat sich außerdem Bänderriss gezogen. Also ich glaube, der ganze Abend dauerte etwa 47 Minuten. Ja. Das ist immer noch gültiger Weltrekord.